Schönen guten Morgen. An der Südseite von Kroatien wieder mal gelandet, von der Kvarner Bucht. Ich genieße gerade den Ausblick in der Früh, wirklich ein Traum. Oh ja. Haben echt Glück jetzt einmal, jetzt ist es ein bisschen wärmer. Wir waren das letzte Mal da, wir haben zugehängt ein paar Tage, nach ein bisschen Strand und so. War ein Strand, aber war nicht wirklich, da sagst zum Genießen, also richtig warm. Jetzt ein Traum. Perfekt. Ich stoppe kurz über die Kem. Seht ihr euch Richtung Opatija und Lovran, hinten aus der Rijeka. Ja, einfach ein Traum um die Zeit. Es ist total ruhig. Also wir sind jetzt im Juni da. Das ist zwischen die Feiertage und zwischen Juli. Ich weiß nicht, wie das jetzt läuft heuer im Sommer mit Corona. Das ist oder nicht. Einreise bei der Einhaltung für die Auflagen auch kein Problem. Wir sind da unten eigentlich in letzter Zeit fast nur noch zu 100% eh am Weg, weil durch diese Up-and-Down-Geschichten man viel mehr rausholt und auch dann was dazuhängen kann und man überhaupt kein Auto mehr braucht. Um die Zeit riecht es immer alles so gut. Da wächst alles. Da auf hat der Stier. Das ist so steil. Das ist echt brutal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Na, haben wir alle schon gefunden? Oder hat ja der Pumuckl einen Streich gespielt? Das war sehr gemein, weil ich habe nämlich schon ein bisschen Wein getrunken zum Mittagessen und auf jeden Fall hat Nico immer, ich habe alles hierher gelegt und dann hat er es wieder auf mein Lager zurück und ich dachte dann irgendwann schon, ich bin so verwirrt, aber als der Helm auch noch verschwunden ist, den ich schon sicher hatte, war ich mir recht sicher, dass es nicht an meinem Geisteszustand liegen kann. Also ich hätte es am liebsten gefühlt. Also somit bestätige ich, dass ich es hin und her getan. Sie ist immer ums Auto gelaufen, also praktisch einmal hier rum und die Fenster sind ja zu und ich war da gesessen. Naja, halb vier und wir starten, oder? Jawohl, wir starten vier. Super, vier. Ja, wir fahren Mosnica Draga, kommt der Trail wieder raus, Laci rauf, das sind so 850 Höhenmeter. Geht einigermaßen alles auf der Teerstraße, glaube ich. Und dann der Trail ist aber richtig cool, also ein bisschen wie am Gardasee. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Bis dann! Da ist es wirklich wie verhext, sobald man die Kamera rausholt, kommt ein Auto. Aber die Aussicht bei der Auffahrt ist wirklich cool. Und dann kommt eine Passage, die ist gefühlt senkrecht, steil. Ich konnte kaum mehr reden beim Filmen, deswegen zeige ich es euch jetzt so. Und seht ihr was? Wieder ein Auto. Verrückt, oder? Mit die Auffahrt verläuft nur auf Teer, hatte ich offensichtlich auch Unrecht. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, weiter unten einzusteigen. Dann sind es nur 400 Höhenmeter und das wäre nur Teer. Heute übrigens auch der Vergleich eh zu Biobike. Ganz zufällig, aber cool. Alright, sagen die Leute. Stehen wir da. Relativ unscheinbar die Stelle. Relativ scheinbar der Trail, so soll es sein. Wir lassen es jetzt da mal aus. Wir sind jetzt echt gut müde. Wir waren jetzt 4 Tage durch am Weg. Kurzen heute. Ab und knapp 1000 Tiefenmeter Trail. Da geht er weiter. Machen wir den nächsten Tag. Das heißt, wir fahren bis daher und schieben dann auf. Touren findet ihr immer auf dem Blog. Jetzt in den Trail ab. Wir fahren jetzt in den Trail ab. Genau, das wollte ich nämlich sagen. So bei ca. 850 Höhenmeter geht es rein in den Trail. Wundert euch aber nicht, dass der Track, den ich euch verlinke, um die 1000 haben wird, weil ich habe nämlich noch einen kleinen Extraschlenker gemacht und mir ist dann plötzlich die Kette runtergesprungen. Fragt mich nicht warum, ich habe nicht geschalten. Passiert aber halt manchmal. Auf jeden Fall war das unser Glück, weil sonst hätte ich vermutlich gar nicht mehr nachgeschaut. Dann wären wir oben beim Gipfel rausgekommen, irgendwann um Mitternacht. Und hier geht es jetzt rein in den Trail. Der ist wirklich cool, aber teilweise auch gar nicht so einfach. Deswegen schauen wir mal, was wir alles schaffen. Tipptopp. Und damit ging es dann auch ab in die Abfahrt. Ja, Nico und ich, wir fahren relativ viel Bio im Moment, weil wir ja heuer wieder Transalp Challenge fahren wollen. Und dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn man auch wirklich Kondition hat, damit man die Woche dann nicht so viel leiden muss. Martin und Vicky fahren ja eh unendlich viel, ihr wisst ja selber. Und von dem her seid es eben auch gegönnt, dass die jetzt ordentlich E-Bike schrubben im Urlaub. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass hier dieser Vergleich E-Bike-Biobike einfach zufällig entstanden ist. Die beiden sind schon in der Früh los. Nico und ich, wir mussten noch ein bisschen was werkeln unten. Und von dem her sind wir eben erst ein bisschen später losgekommen. Dann waren die Baden und wir Trail-Schruppen. Es ist wieder der gleiche Trail, unterschiedliche Tageszeit, aber auch der gleiche Tag. Und von dem her echt witzig auch wieder zu sehen, wie viel Sonne bei denen ist und wie sie bei uns schon wieder weg ist. Aber der Trail war bei uns
beiden super trocken, also bei uns beiden Pärchen, bei uns Vieren. Und hat einfach riesig viel Spaß gemacht. Ihr seht es auch, mit beiden Bikes hat super viel Spaß gemacht. Und dann sieht man auch wieder, klar, unsere E-Bikes sind natürlich auch Enduro-E-Bikes quasi. Unsere normalen Bikes und Video-Bikes sind Enduro-Bikes. Von dem her ist da nicht dieser Riesenunterschied. Ja, natürlich Gewicht ist anders, Geometrie ist ein bisschen anders. Aber die Reifen sind ähnlich, die ganzen Komponenten sind relativ ähnlich. Und von dem her macht es einfach mit beiden Bikes richtig viel Spaß. Und ja, dann kann man sich einfach frei entscheiden, worauf man gerade Lust hat. Ja, Nico und ich, wir hatten aber gar keine E-Bikes dabei, konnten uns nicht frei entscheiden diesmal. Und wir wollten das auch so, weil ansonsten, klar, wenn man dann eben gerade spät dran ist, dann ist man schnell mal fauli und entscheidet sich für ein E-Bike. Und ja, wie gesagt, wir müssen fit sein für die Transalp. Ja, jetzt zum Trail. Ihr seht, der ist relativ ruppig, geht ordentlich zur Sache. Ich finde, das ist vergleichbar eben mit Gardasee, sowas wie 601 vielleicht, der ja verboten ist. Hier dieser Trail ist aber offiziell erlaubt, also keine Sorge. Und Track tue ich euch unten ins Video rein. Für alle anderen Videos, wo jetzt teilweise kein Track dabei ist, da schreibt der Martin jetzt Touren fürs Ride Magazin. Sobald die online sind, verlinke ich euch die Tracks dann natürlich auch. Nur so zur kleinen Info nebenbei. Und ja, wer schon mal in der Gegend um den Utschka rum Urlaub gemacht hat und sein Radl nicht dabei hatte, großer Fehler, wie ich finde, beim nächsten Mal unbedingt einpacken und Trailschruppen gehen. Nur, genauso wie am Gardasee, bitte beachtet, dass der Trail trocken sein sollte. Auch hier sind wir schon mal ordentlich runtergewandert, weil einfach, ja, ein Gewitter kurz davor, dachte man sich, juhu, super, wir sind nicht nass geworden, aber der Trail war patschnass und dann sind die, ehrlich gesagt, ziemlich mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn trocken, dann sind sie göttlich. Voll, den mag ich auch voll, aber der muss halt auch echt trocken sein. Boah, geil.
Ach, das ist schon der. Auch beim Trail kann man immer mal wieder Blick aufs Meer erhaschen, was dann natürlich richtig cool ist und so richtig Urlaubsfeeling gibt und einfach diese Besonderheit für uns ist, weil wir sonst halt natürlich immer wieder geile Bergpanoramen haben, aber Blick aufs Meer ist für uns schon eher selten und von dem her genießen wir das natürlich voll. Jetzt, wenn man so hinter Martin durchschaut, da ist es schon. Manchmal schafft natürlich das die GoPro nicht ganz von der Helligkeit her. Man darf nicht vergessen, das ist doch eine sehr kleine Actionkamera und mit dem Sensor, dann packt es halt nicht diese krassen Lichtübergänge von dunkel zu hell und das super schnell. Aber da hinten, da wäre das Meer. Und ja, ein echt ist natürlich einfach super, super eindrucksvoll. Ja, und auch am Video kommt es nachher noch besser rüber, da seht ihr es dann auch so richtig schön blau schimmern. Ja, hier oben diese paar Kurven, da hatte ich ja letztes Mal einen Platten, letztes Jahr. Die sind einfach sehr, sehr schroff, aber eben auch so richtig spaßig. Mir taugt das ja total. Das ist so mein Lieblingsterrain, diese Art zum Trailfahren. Und ja, gut, wenn man mal einen Platten hat, dann ist es halt so. Diesmal haben wir es aber ohne überstanden. So viel können wir euch schon verraten. Von der Abfahrt gibt es übrigens noch mal Wasser. Das kann ich gut brauchen. Ich habe schon Nikos Wasser getrunken. Aber dafür hat er meinen Hanuta gegessen. Hanuta gegessen. So schaut es. Jetzt hat sich eine Freundin bei ihm beschwert, dass er klingt wie ein Papagei und mich zu viel ärgert im Video. Deswegen nutzt er das jetzt voll aus. Schicke Grüße. Dann siehst du auch, wie es anschaut. Grüße an Heike, genau. Boah, ich dachte schon. Das ist ja ziemlich hart.
Geil. Auch gerade unten raus zeigt der Trail dann nochmal so richtig, was er kann. Da kommen nochmal ein paar schwere Kurven, nochmal so richtig, ja, spitze, verblockte Steinpassagen. Aber die machen auch trotzdem wieder richtig, richtig Spaß, so ein paar Stufen. Also es ist alles fahrbar, aber man muss sich gut, gut konzentrieren. Meistens, wenn man ehrlich ist, muss man ein, zwei Mal den Fuß runter tun und noch ein, zwei Kurven schieben, weil man irgendwas verpasst hat. Und dann die Konzentration halt einfach weg war. Ah ja, und bei dem Einstieg 450 Höhenmeter, wenn man nur Teer fährt, also nachdem wir Wasser getrunken haben, da sind nochmal ein, zwei Stellen, die muss man schieben, eben das Bergauf, habt ihr ja gesehen. Aber auch, da ist es ziemlich eng, da passt mal der Lenker nicht durch. Stimmt, also da ist ein Bereich, da muss man kurz schieben, aber der Rest wäre voll fahrbar, je nach Fahrkönnen eben natürlich. Und ja, je nach Hitze, weil wenn es zu heiß ist, dann schwindet die Konzentration halt doch immer mal recht schnell. Und dann muss man halt ein, zwei Stellen schieben. Da seht ihr es jetzt eh wieder, der Martin kommt rüber. Wir anderen drei mussten diese Kurve schieben, traurig aber wahr. Das sieht nicht ganz so schwer aus, aber es ist halt sehr verblockt. Und wenn man das nicht gleich beim ersten Versuch richtig erwischt, dann ist der Fuß auch schon unten, weil man eben sonst einfach klappt. Also da ist nichts mit mal kurz korrigieren oder so, entweder die Linie passt. Oder ja, man muss mal kurz runter. Aber das ist ja egal, der Spaß steht im Vordergrund und auch wenn man mal kurz absteigt, entwickelt man sich ja weiter. Das ist das Schöne. Und letztlich geht es uns einfach ums Bergerlebnis. Natürlich ist es immer ärgerlich, wenn man die Stelle schon mal gefahren hat und auf einmal klappt es dann nicht mehr. Aber das gehört auch einfach mit dazu und kennt wahrscheinlich jeder von euch. Wie macht ihr das so, wenn ihr eine Stelle nicht schafft, wo ihr aber wisst, ihr könntet sie eigentlich schaffen? Schiebt ihr dann nochmal hoch und probiert sie nochmal? Oder sagt ihr euch dann, ach, irgendwann fahre ich den Weg schon wieder, dann wird es schon wieder klappen. Bei uns ist es so, Martin schiebt oft nochmal hoch, aber wenn es so heiß ist, dann auch eher nicht. Und ja, der Rest von uns nicht unbedingt, außer halt natürlich für Fotos oder so. Dann sind wir öfters einfach auf und runter, weil es beim ersten Mal nicht so klappt, wie man es gerne hätte. Aber das gehört bei Fotos eben auch mit dazu. Unsere Videos hingegen, die sind eher nebenbei und dementsprechend spielen die auch wirklich wieder, was wir so erleben. Also da wird nichts extra gestellt, weil sonst wäre der Tag einfach irgendwann zu kurz. Und ja, da wir bei euch ja ganz gut ankommen, dachten wir, das passt genauso, wie es ist. Und dementsprechend passiert auf dem Video einfach genau das, was im Echt auch passiert. Und wie gesagt, das Foto, klar, da will man ja, dass es cool und schön und perfekt aussieht. Da muss manchmal schon nochmal ein, zwei Mal zurückgegangen werden und nochmal von neuem begonnen. Martin und Vicky ging es dann eben noch zur besagten Badebucht, da machen sie gleich auch noch einen coolen Schwenk für euch und da haben sie noch zwei Freunde von uns getroffen. Hello. Hallo! So, wir schwenken für euch noch mal durch. Das ist unsere Bucht, jetzt sind die letzten Leute weg und deswegen haben wir noch gewartet. Viel waren wir zwar nicht, nur fünf in Summe, aber zum Durchschwenken ist trotzdem feiner. Nicht wirklich groß, aber sehr, sehr authentisch
Und typischer Istrien-Kroatien-Stil mit den Häusern und allen. Wetter hat super gehalten, das seht ihr. Er hat zwar Gewitter gesagt, es sind auch Tropfen gekommen. Für uns geht es jetzt weiter, einmal duschen und dann zu den anderen auf dem Campingplatz.